Eine Zeitreise. 2000 Jahre in die Vergangenheit. Simon bar Jona, genannt Petrus. Apostelfürst und erster Jünger. Von Jerusalem aus verhilft er einer neuen Religion zum Siegeszug. Bis nach Rom, damals die Hauptstadt der Welt. Über sein Leben ist noch immer kaum etwas bekannt. Mit Hilfe modernster Technik heften sich Forscher auf seine Spuren. Die Suche nach dem Grab des Apostels steht im Fokus der Fahnder. Die Neubewertung der archäologischen Fakten entwickelt sich zum Wissenschaftskrimi. Er enthüllt Tatsachen über das Leben und Sterben eines Mannes, der das Christentum prägte wie kaum jemand sonst. Heute liegt der Vatikan im Herzen Roms, der ewigen Stadt. Vor zwei Jahrtausenden beherrscht die Metropole das mächtigste Reich seiner Zeit, das römische Imperium. Die Zeitgenossen nehmen die Hinrichtungen des Jahres 64 nur nebenbei zur Kenntnis. Sie ahnen nichts von der monumentalen Bedeutung dieses Geschehens für die Menschheitsgeschichte. Denn damals stirbt der Mann, der einer Weltreligion seinen Stempel aufdrückt. Er war Gefährte Jesu, gehörte zum engsten Kreis der Jünger. Er erkannte als erster den Messias und verleugnete ihn dreimal. Jesus beauftragte ihn mit dem Aufbau der Kirche. Er polarisiert wie kaum eine Figur der Weltgeschichte. Simon bar Jona. Petrus, der Fels. Als Ort seiner Hinrichtung gilt der heutige Petersplatz in Rom. Denn dort erstreckten sich einst die Gärten Kaiser Neros. Der Überlieferung zufolge wurde der Apostelfürst an dieser Stelle kopfüber gekreuzigt und begraben. Millionen Menschen wandern jedes Jahr auf seinen Spuren, ob als Touristen oder Pilger. Was geschah tatsächlich hier, kurz nach der Zeitenwende? Verbirgt sich irgendwo tief unter dem Platz die letzte Ruhestätte des Apostels? Mit einer Neubewertung der archäologischen Befunde wollen Wissenschaftler die Wahrheit über Leben und Sterben des ersten Jüngers aufdecken. Ein Schlüssel dazu liegt im Petersdom selbst verborgen. Professor Manfred Koop ist einer der weltweit führenden Architekturhistoriker. Seine Spezialität ist es, geschichtsträchtige Bauwerke im Computer wieder auferstehen zu lassen, frühere Bauphasen und längst verfallene Mauern zu rekonstruieren, die Steine zum Sprechen zu bringen. Im Zentrum dieses zentralen Bauwerks ist ja das Grab Petris. Wir haben alle Pläne, die uns zugänglich waren, durchforstet, auch die schriftlichen Quellen durchforstet und haben so vom Circus Neronis bis zum heutigen Petersdom die Hauptphasen rekonstruiert und visualisiert. Sämtliche Messdaten, historische Belege und Ausgrabungsfunde werden in die Rechner eingespeist. Eine architektonische Zeitreise auf der Suche nach dem Grab des ersten Apostels. Die letzten fünf Jahrhunderte sind ein Kinderspiel. Genügend Dokumente über den Petersdom sind erhalten. Für die anderthalb Jahrtausende davor müssen auch ungewöhnliche Quellen herangezogen werden, wie beispielsweise Münzbilder. In akribischer Detektivarbeit entsteht unter den Händen der Wissenschaftler der Vorgängerbau der römischen Kathedrale. Die Basilika Kaiser Konstantins war schon im 4. Jahrhundert die größte Kirche Roms. Der erste christliche Kaiser errichtete sie auf dem Vatikanischen Hügel,
über einem alten Gräberfeld. Schicht für Schicht rechnen sich die Wissenschaftler in die Vergangenheit hinunter, bis auf das antike Level, in das erste Jahrhundert. Rom. Schon der Name, ein Mythos. Täglich entscheidet sich hier Weltpolitik, das Schicksal ganzer Völker und die Zukunft einer Religion, des Christentums. Wie die anderen Apostel besucht auch Petrus die neu gegründeten Gemeinden im Mittelmeerraum. Seine ständige Wanderschaft führte ihn bereits in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Italien. Damals gab es dort nur wenige Anhänger der neuen Lehre. Als er vermutlich 64 nach Christus wiederkehrt, ist die Anzahl der Gläubigen rasant gestiegen. Es ist das 10. Jahr der Herrschaft von Kaiser Claudius Caesar Augustus Germanicus, besser bekannt als Nero. Bis heute spaltet er die Gemüter, ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Größenwahnsinniger Künstler und Inbegriff des grausamen Tyrannen. Nero tötet seine Ehefrau und lässt seine Mutter ermorden. Kein politischer Feind ist vor ihm sicher. Hemmungslos verprasst er das Staatsvermögen. Die Verschwendungssucht des Kaisers ist sprichwörtlich. Auch als Bauherr kennt er kein Maß. Die Ruinen seiner berühmten Domus Aurea stehen seit Jahrzehnten im Fokus archäologischer Forschung, unzugänglich für die Öffentlichkeit. Einst waren die Räume vergoldet, der Speisesaal drehte sich ständig und durch bewegliche Decken regneten Blumen und Parfüm herab. Insgeheim träumt der Kaiser gar von einem neuen Rom, einer Neropolis. Dieses Gedankenspiel sollte ihm und auch Petrus zum Verhängnis werden. Auf diese Welt, von vielen Zeitgenossen als Gipfel der Verderbtheit gegeißelt, trifft nun ein einfacher Mann aus Galiläa. Handwerk und Herkunft des Petrus gehören zu den wenigen Informationen, die die Evangelien preisgeben. Wir kennen den Namen seines Geburtsortes und den seines Bruders Andreas. Mit ihm gemeinsam ist der Jünger am See Genezareth aufgewachsen, in einem abgelegenen Landstrich am Rande des Imperiums. Von Beruf war er Fischer. Das berichten die Evangelisten übereinstimmend. Für Galiläa ein Exportschlager. Dieser Fisch galt, getrocknet, imperiumweit als Delikatesse. Ein einträgliches Geschäft. Man hat sich den Apostel also nicht als armen Anglerburschen vorzustellen, sondern als etablierten Fischereibesitzer. Sein Geburtsort Bethsaida lag an der Kreuzung bedeutender Karawanenstraßen. Später heiratete Petrus eine reiche Erbin aus Kapharnaum. Ein Managertyp, der es gewohnt war, ein Geschäft zu leiten. Jemand, der sich zu helfen wusste, auch wenn er die aktuelle Weltsprache nicht selbst beherrschte. Petrus sprach vermutlich nur sehr rudimentär Griechisch. Wir haben aus der Antike die Nachricht überliefert, dass der Evangelist Markus eigentlich der Dolmetscher des Petrus war. Und das kann man sich gut vorstellen. Er stammte aus einem kleinen Dörfchen, der Petrus, am Nordufer des Sees Genezareth. Er sprach also Aramäisch, wie Jesus von Nazareth auch. Er konnte so viel Griechisch, dass er, etwas flapsig gesagt, die Straßenschilder lesen konnte. Und der Dolmetscher half ihm, wenn es theologisch komplizierter wurde. Wo Petrus mit Übersetzer und Ehefrau in Rom unterkam, wollen die Wissenschaftler ergründen. Sie fragen sich, ob er zur Miete wohnte oder bei einem Glaubensbruder lebte. Die erste Fährte führt auf einen der berühmten sieben Hügel, den Esquilin.
Im Gegensatz zum verrufenen Viertel in der Talsenke thronten hier oben die Villen der Reichen. Santa Prassede, eine der ältesten Kirchen Roms, erbaut auf antiken Fundamenten. Das Grundstück gehörte im ersten Jahrhundert dem wohlhabenden und mächtigen Senator Pudens. Dessen Tochter Praxedis ist im Apsismosaik dargestellt, neben Petrus, an prominentester Stelle. Wie die junge Dame zu dieser Ehre gelangt, verrät ein Besuch in der Krypta. Alten Schriften zufolge barg Praxedis die Leichen unzähliger Märtyrer. Und sie bestattete die Toten in einer ehemaligen Zisterne, auf diesem Grundstück ihres Vaters. Die Gebeine ruhen noch heute unter der Kirche. Auch Praxedis' Sarkophag steht dort. Eine Überlieferung aus dem 6. Jahrhundert behauptet, dass sie und ihr Vater Pudens Petrus in Rom beherbergt haben. Das antike Rom ist eine strenge Klassengesellschaft. Anders geht es in den Gemeinden der Christen zu. Hier sitzt der freigelassene Sklave neben dem Adligen. Denn die neue Religion gewinnt immer mehr Anhänger in der High Society. Die Pudens-Sippe zum Beispiel stellt Senatoren, besitzt eine Ziegelei und große Landgüter. Das Engagement für die Jesus-Sekte ist noch ungefährlich, denn in Rom herrscht Religionsfreiheit. Erst als der Staat sich bedroht fühlt, schlägt er zurück. Sicherlich auch in Pudens Villa erzählt Petrus vom Leben und vom Tod Jesu. Wie es war im Jahr 32 bei der Gefangennahme, als sie alle Angst hatten. Auch er. Im Hof des Herodes erfüllt sich Jesu Prophezeiung. Noch vor dem dritten Hahnenschrei verleugnet ihn Petrus dreimal. Ein makelloser Held ist der Apostel nicht. Doch vielleicht spornt gerade diese Erfahrung ihn an. In nur 30 Jahren überziehen die Jünger den gesamten Mittelmeerraum mit einem Netz von Gemeinden. An jedem dieser Orte wird Petrus mit anderen Kulturen, Mentalitäten und Gewohnheiten konfrontiert. Der Mann aus der Provinz wird zum Weltbürger. Auf seinen Missionsreisen entdeckt er eine Vielfalt von Religionen. Immerwährende Opfer sind der Preis für das Wohlwollen der römischen Gottheiten. Für jedes Anliegen gibt es einen eigenen Himmelsspezialisten. Und ständig kommen weitere hinzu. Das expandierende Reich verleibt sich nicht nur neue Untertanen, sondern auch deren Götter ein. Im Zentrum Roms entsteht das gigantische Pantheon, heute das besterhaltene Bauwerk der Antike. Juden und Christen aber suchte man dort vergebens. Denn all die Kulte hatten eines nicht zu bieten: die Aussicht auf ein Leben nach dem Tod. Das Christentum hat allen verheißen, dass sie an dem Lebensschicksal Jesu Anteil haben, also auch den Tod überwinden werden. Und damit bot das Christentum für Leben und Sterben Bewältigung von Leben und Tod an. Und das ist vermutlich der gewichtigste Grund dafür, dass viele Menschen Christen werden wollten. Auch und gerade in Rom, wo mehr Kulte und Religionen praktiziert werden als an jedem anderen Ort der Welt. Die Christen legen besonderen Wert auf die Bestattung ihrer Verstorbenen. Den geeigneten Ort finden sie in den sogenannten Katakomben. Mehrere Dutzend dieser unterirdischen Anlagen entstehen außerhalb der Stadtmauern. Mit der Vielzahl der Beisetzungen weiten sie sich immer mehr aus. Sie werden zu kilometerlangen Gangsystemen rechts und links der großen Ausfallstraßen. Ein eigenes Universum, in dem man sich zum Totenkult versammelt. Gigantische Friedhöfe. Riesige Begräbnisstätten.
Wien, die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 2006 startet hier ein ehrgeiziges Forschungsprojekt, das die Jenseitsvorstellungen der ersten Christen entschlüsselt. Bewaffnet mit digitalen 3D-Scannern lesen Dr. Norbert Zimmermann und sein Team das Labyrinth der Domitilla-Katakombe als Punktwolkenmodell ein. Die Technik ermöglicht einen virtuellen Gang durch die Grüfte, Schritt für Schritt in die Gedankenwelt ihrer Erbauer. Ein Auftraggeber wollte so intensiv wie möglich seinen Wunsch für das Leben nach dem Tod abgebildet haben. Deswegen wurden solche Szenen ausgewählt aus dem Alten und Neuen Testament, die mit dem Rettungsgedanken zu tun hatten. Und das eindrücklichste Bild ist sicherlich die Lazarus-Erweckung. Man hat dort dargestellt Lazarus als Wickelmumie. Das ist also genau die gleiche Form, wie die Bestatteten eingebracht wurden ins Grab. Und Lazarus wird von Christus aus seinem Grabgebäude herausgerufen. Genau das wünscht sich ein Verstorbener, dass er zum ewigen Leben wieder erweckt wird, dass er ins Paradies eingeht. Und genau das wird im Bild dargestellt. Die Erweckung des Lazarus ist sicher Jesu spektakulärstes Wunder. Ein Motiv, das immer und immer wiederkehrt im Labyrinth der Katakombe. Die Fresken sind der Schlüssel zur Deutung der Grabkammern. Sie verraten, ob eine Gruft christlich oder heidnisch ist, ob ein Mann oder eine Frau bestattet wurde und zu welcher Zeit. Zur perfekten Auswertung entwickeln die Forscher eine neue Software. Die hochauflösenden Fotos fügen sich automatisch in die Struktur des 3D-Modells. Mehr als 1900 Einzelaufnahmen liefern ein exaktes Abbild der römischen Unterwelt. Zum ersten Mal sind alle vier Ebenen des Gangsystems komplett erfasst. Und damit auch die Begräbnisriten der frühen Christen. Denn anders als die Römer, die ihre Toten zumeist verbrennen, bestatten die Christen den ganzen Körper, eingehüllt in Leinentücher. Genau wie es der jüdischen Tradition beim Tod Jesu entsprach. Nur so war die leibliche Auferstehung, wie die Bibel sie überliefert, für die Menschen vorstellbar. Petrus war der erste männliche Augenzeuge dieses wundersamen Geschehens. Maria Magdalena hatte ihn zum leeren Grab geschickt. Spätestens in diesem Moment glaubt auch der Apostel an das Leben nach dem Tod und daran, dass jeder Mensch mit seinem eigenen Körper von den Toten auferstehen wird. Eine Verheißung, die die Jünger laut verkünden sollen. Petrus macht sich in den Tagen nach der Kreuzigung zum Anführer. Sein Vorstoß ist nicht unumstritten, denn andere sind noch mit im Spiel. Zum Beispiel Maria Magdalena, eine enge Vertraute Jesu, vielleicht gar seine Ehefrau. Oder der geheimnisvolle Lieblingsjünger, von dem im Johannesevangelium so oft die Rede ist. Auch Jakobus, der Bruder Jesu, streitet mit um die Führerschaft. Er gehörte nicht zum eigentlichen Kreis der Zwölf. Trotzdem verleiht ihm seine Verwandtschaft mit dem Messias eine Sonderstellung. Eine schwierige Situation. Die Jünger waren zunächst völlig traumatisiert, so kann man das auch im Neuen Testament lesen. Und wie das so mit einer traumatisierten Gruppe ist, dann gab es natürlich auch allerlei Debatten darüber, wie nun weiter. Petrus hatte, wenn man das so etwas flapsig sagen darf, einen gewissen Startvorteil, denn er hatte den Herrn gesehen und konnte bezeugen, dass er lebte. Also er trat in diese ganzen nachösterlichen, sagen wir, Entwicklung mit dem Vorteil hinein, dass er Herrenzeuge, Auferstehungszeuge war. Und in der Jerusalemer Gemeinde, die für sich in Anspruch nahm, die zentrale Gemeinde zu sein, galt er als Säule. Jerusalem bietet den Aposteln die ideale Plattform, um Jesu Lehre in die Welt zu tragen. Zum Schavuotfest, 7 Wochen nach der Pessachfeier und der Kreuzigung,
quillt die Stadt wieder über vor Menschen. Der perfekte Zeitpunkt, mit der frohen Botschaft wortwörtlich auf die Straße zu gehen. Einstweilen begraben die Jünger ihre Differenzen. Eine pragmatische Entscheidung, denn es geht um mehr. Die Botschaft der Auferstehung muss verbreitet werden. Petrus und den Jüngern gelingt es, die Menge zu begeistern, sie in ihrem Enthusiasmus mitzureißen. Aus diesen Ereignissen leitet sich die Tradition des Pfingstfestes ab. Der Startschuss für die rasante Missionierung der bekannten Welt. Ein Erfolgsmodell. Wer so offen seinen Glauben lebt, hat sich in Rom wohl kaum im Untergrund versteckt. Anders als die landläufige Vorstellung vom Leben der Christen in den Katakomben. Erstens sind diese Katakomben ja nicht rechtsfreier Raum gewesen, sondern das waren rechtlich bekannte Zemeterien. Das heißt, das ist der letzte Ort, wo ich versuche, mich zu verstecken, weil sowieso jeder weiß, dass ich mich dort vermutlich aufhalte. Das wäre so, als würde ich mich zu Hause verstecken, wenn ich gesucht werde. Also mit Sicherheit sind es höchst sporadisch mal, weil sie Labyrinthe sind, während der Verfolgung genutzt worden, aber sicherlich niemals systematisch, um sich zu verstecken. Die ersten Christengemeinden verteilten sich über das ganze Stadtgebiet. Die Suche nach dem ältesten Gebetsraum führt zur Kirche San Giovanni e Paolo auf dem Hügel Caelius. In der Kaiserzeit berühmt für seine hohen Grundstückspreise und exklusiven Villen. Die antiken Bögen begleiten den Besucher in eine andere Zeit. Unter den Arkaden liegt noch das originale Straßenpflaster. Und selbst die Basilika ist auf römischen Mauern erbaut. Riesige Marmorquader erinnern an den von Nero zerstörten Claudius-Tempel. Der schmale Durchgang führt in die jetzt unterirdische Welt eines römischen Stadtpalastes. Die gigantische Residenz wurde zusammengefügt aus einem zweigeschossigen Mietkomplex mit mehreren Läden, Wohnungen, Tempel und Thermenanlage. Der reiche Besitzer gebot über eine Flucht von mehr als 20 Zimmern, prachtvoll ausgemalt mit Fresken. Wie in den Häusern der oberen 10.000 üblich, schmücken Fantasiewesen und Szenen aus der heidnischen Mythologie Decken und Wände. Doch der Eigentümer dieser Räume war Christ. Den Beweis dafür liefern ebenfalls die Wandmalereien. In seinem Empfangsraum lässt der reiche Römer die alten Inhalte ersetzen. Umgeben von Ranken und anderem Dekor treten Menschen dem Betrachter entgegen. Bilder von Propheten, Aposteln und Betenden, mit denen der Hausbesitzer seinen Glauben bekennt. In diesen Mauern haben die ersten Christen gebetet. Noch näher kann man der frühen Gemeinde nicht kommen, als in der ältesten Hauskirche Roms. In solchen Privaträumen versammelte auch Petrus die Gläubigen um sich. Ob im Armenviertel oder in der Villa eines wohlhabenden Gönners wie Senator Pudens. Überall verkündete der Apostel die frohe Botschaft, erzählte den Gläubigen aus erster Hand von Jesus. Das ist sein Privileg. Im Gegensatz zu allen anderen damals in Rom hat er den Herrn persönlich gekannt. Das macht ihn in Italien zum unbestrittenen Anführer der Christengemeinden. Aber nur in Italien. Denn weiter im Osten erheben Paulus und Jakobus machtvoll ihre Stimmen. Immer wieder kommt es zu Kontroversen um den richtigen Kurs. In Jerusalem wollen die Kontrahenten sich treffen. Im Jahr 48 tagt das sogenannte Apostelkonzil. Ein Showdown,
Die Jünger müssen endgültig klären, wer zum neuen Glauben zugelassen wird. Jakobus, der Jesusbruder, versteht die Bewegung als Reform des Judentums. Wer die Taufe will, soll sich auch beschneiden lassen und sich an die jüdischen Riten halten. Für Paulus dagegen wird man allein durch Glauben zum Christ, ohne Einschränkung. Petrus schlägt sich auf die Paulusseite. Gemeinsam überstimmen sie Jakobus. Jeder wird zur Taufe zugelassen. Wirklich jeder kann Christ werden. Fortan verbreitet sich der Glaube nach dem Schneeballsystem. Jeder neue Christ überzeugt weitere Freunde und Angehörige. Petrus und Paulus wollen so viele Menschen wie möglich in das Reich Gottes retten, denn die Zeit scheint knapp. Jesus von Nazareth hat sich selber über das Ende der Welt geäußert und hat offenkundig, nach allem, was wir wissen, zu seinen Jüngern gesagt, dass einige unter denen, die ihn umgaben, die zu seinen Jüngern gehörten, dieses Ende der Welt, den Anbruch des messianischen Friedensreiches erleben würden. Eine Apokalypse steht in der Tat bevor. Doch danach wird kein Friedensreich anbrechen, sondern das Strafgericht Kaiser Neros. Die Sommertage des Jahres 64 verbringt der Herrscher am Meer. In seinem Geburtsort Antium, gut 50 Kilometer von Rom entfernt, bezieht Nero Quartier. Die Orgien und Feste in seiner Ferienresidenz sind legendär. Fernab der Hauptstadt, weit weg von jeglicher Verantwortung, schafft der unglückliche Kaiser sich seine eigene Welt. Nur bewundernde Blicke sind zugelassen. Kritik ist unerwünscht. Findet hier ein frustrierter Herrscher Zuflucht oder lebt ein Egomane seinen Bauwahn aus? Der monströse Seepalast besitzt gar ein eigenes Amphitheater. Allein für Neros Auftritte als Sänger, Poet und Lyraspieler. Rom driftet derweil ahnungslos einer Katastrophe entgegen. Am 18. Juli hängt die Hitze bleischwer über der Stadt. Erst gegen Abend erwacht das Leben. Besonders im Vergnügungsviertel um den Circus Maximus wird bis zum Morgen gezecht und gefeiert. Die exakten Vorgänge jener Vollmondnacht wird man wohl nie aufklären können. Sicher ist, dass plötzlich in einer engen Gasse nahe der knochentrockenen Holztribüne der Rennbahn ein Feuer ausbricht. Der Brand steigert sich rasch zum Inferno, zur alles verschlingenden Flammenwalze, die die Tibermetropole niedermäht. Das Feuer frisst sich durch die Talsenke am Palatin, dann rast es die Hügel hinauf, bedroht die Nobelviertel. 1 Million Menschen in Panik. Mitten unter ihnen Petrus. Die besten Spezialisten für Brandsimulation arbeiten in Dortmund. Hier wird der Untergang Roms für uns rekonstruiert. 200 Standardpaletten simulieren den dramatischen Brandverlauf in einer engen Gasse der römischen Suburba, der Unterstadt. Die Versuchsanordnung zeigt, die hölzernen Mietskasernen brannten in jener Sommernacht wie Zunder. Schnell wurden Temperaturen von über 1000 Grad erreicht. Noch schlimmer als die Hitze, die hohe CO2-Konzentration. Wer nicht verbrannte, erstickte qualvoll. Sobald die Schreckensnachricht den Kaiser erreicht, eilt er nach Rom. Schnell werden Gerüchte laut, er selbst habe das Feuer legen lassen. Frei nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, sucht Nero andere Schuldige. Und niemand eignete sich besser als die Jesus-Sekte. Denn schon der römische Historiker Tacitus behauptete, dass die Christen beim Volk verhasst seien, wegen ihrer angeblichen Schandtaten.
Zunächst einmal fand ein gebildeter Römer es vollkommen absurd, einen in der östlichsten Provinz hingerichteten, der den Sklaventod gestorben war, zum Heiland der Welt zu proklamieren. Das war Narretei und dumm. Gleichzeitig aber befürchtete ein gebildeter Römer, dass es nicht nur Dummheit war, sondern staatsgefährdende Dummheit, weil Christen sich in Häusern versammelten, also nicht in der Öffentlichkeit ihren Kult hielten, nicht an Festtagen dem Kaiser ein kleines Weintrankopfer darboten. Das heißt, ein gebildeter Römer befürchtete, dass nur der sich in seinen Häusern versammelt, der etwas zu verbergen hat. Und dann griffen die Vorurteilsmechanismen, die auch heute noch griffen. Man nahm an, Christen würden gegenseitig unsittliche Dinge tun, die Frauen tauschen, Christen würden kleine Kinder braten und auffressen. Die perfekten Sündenböcke. Von ca. 3000 Mitgliedern der römischen Gemeinde werden mehr als 300 verhaftet. Offiziell nicht wegen ihres Glaubens. Die Anklage lautet Brandstiftung. Und die Schergen des Nero machen vor keinem Halt. In Rom ist der Apostel zur falschen Zeit am falschen Ort. Bald wird auch er festgesetzt. Der Ort seines Verlieses ist noch heute bekannt. Der berüchtigte Marmetinische Kerker, von jeher den schlimmsten Feinden des Imperiums vorbehalten. Seit frühester Zeit werden hier die Märtyrer verehrt. Zeugnis dieser Bewunderung sind kostbare Fresken. In aufwendiger Kleinarbeit legen Restauratoren die Malereien frei und konservieren sie für künftige Generationen. Indizien einer ganz frühen Petrusverehrung in Rom. Auf wundersame Weise gelingt dem Apostel die Flucht aus dem Kerker. Doch auf dem Weg in die Freiheit kommt er nicht weit. Der Legende zufolge begegnet ihm auf der Via Appia Jesus selbst. Quo vadis, Domine? Wohin gehst du, Herr? Lautet die berühmte Frage des Apostels. Nach Rom, um mich noch einmal kreuzigen zu lassen. So die Antwort. Schweigend kehrte Petrus nach Rom zurück. Eine kleine Kirche erinnert heute an diese Begegnung. Der letzte Weg des Simon Petrus führt zur Richtstätte in den Gärten des Kaisers, auf den Hügel, den man Mons Vaticanus nennt. Der Greis muss an die Prophezeiung seines Herrn gedacht haben, wie sie das Johannesevangelium bezeugt. Als du jung warst, konntest du gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst. Folge mir nach. Seine große Treue zur Lehre Jesu führt den aufbrausenden, dickschädligen Fischer vom See Genezareth in die Hauptstadt des Imperiums und in den Tod. Er stirbt für seinen Auftrag. Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. Simon Petrus, der Felsenmann, der Mann, der so solide ist wie ein Felsfundament. Und dieses Wort hat natürlich dazu gedient, um die immer stärkeren Ansprüche der römischen Bischöfe, also der Bischöfe der Reichshauptstadt, auf eine besondere Rolle auch für den römischen Bischof zu unterstützen. Noch eine Etage tiefer erstrecken sich die Vatikanischen Grotten, der Friedhof jener Päpste, die in der Nähe des Heiligen bestattet sein wollten. Ob diese Nähe frommes Wunschdenken ist oder der Realität entspricht, prüft die moderne Wissenschaft. Theologen und Historiker, Bauforscher, Archäologen und Geographen arbeiten Hand in Hand mit IT-Spezialisten. Was die Lage kompliziert, über Lage und Verortung des Petrusgrabes gibt es keine aussagekräftigen antiken Schriftquellen.
Zudem sagt die topografische Analyse, das Grab muss, wenn überhaupt an dieser Stelle, noch unterhalb der vatikanischen Grotten liegen. Erstmals tragen Wissenschaftler sämtliche existierenden Baupläne und Zeichnungen zusammen. Denn dies sind die einzigen Indizien, die den Forschern auf der Suche nach der Gruft des Apostelfürsten zur Verfügung stehen. Tatsächlich erstreckt sich in den Tiefen der Fundamente, etliche Meter unter dem heutigen Bodenniveau, eine eigene unterirdische Welt, von deren Existenz die meisten Touristen nicht einmal etwas ahnen. Und die Kamerateams bislang verschlossen blieb. Eine antike Nekropole, eine ganze Totenstadt. Mehrere Straßenzüge sind von Mausoleen gesäumt. Bevor Kaiser Konstantin seine Basilika errichten ließ, standen sie im hellen Tageslicht. Dutzende Grabanlagen wohlhabender Römer ließ der allerchristlichste Kaiser zuschütten, um den Bauplatz für seine Kirche zu planieren. Ein Indiz für die herausragende Bedeutung des Ortes. Während der schweren Erdarbeiten müssen sich hier dramatische Szenen abgespielt haben. In letzter Sekunde betteten die heidnischen Römer ihre geliebten Toten um, damit sie auch weiterhin an deren Gräbern die alten Riten feiern konnten. Christen nutzten die Gunst der Stunde, um ihre Angehörigen in den frei gewordenen Grüften zu bestatten. Suchten sie für ihre Toten die Nähe des Petrusgrabes? Es war ein Papst, Pius XII., der Sache auf den Grund gehen wollte. Anders als seinen Vorgängern genügte es ihm nicht zu glauben. Er wollte wissen, ob das Grab des Petrus sich tatsächlich unter seinem Hochaltar befindet. 1940 gibt er den Auftrag für eine Grabung unter dem Dom. Die Hauptverantwortung liegt in den Händen von Priestern. Es geschehen Fehler, die die Wissenschaftlerin Margherita Guarducci 11 Jahre später aufdecken wird. Dr. Margherita Guarducci war eine sehr gläubige Katholikin. Sie vermutete es und wollte herausfinden, ob an der Tradition etwas Wahres ist, nach der die Überreste des heiligen Petrus unter dem Altar des Petersdomes aufbewahrt liegen. Denn häufig ist es so, dass in Legenden doch ein wahrer Kern steckt. Guarducci ist Spezialistin für historische Inschriften. An einer Wand der Nekropole entdeckt sie in den 50er Jahren antike Graffiti mit eindeutiger Botschaft. Hier ist Petrus. Sie trifft auf den Arbeiter Giovanni Segoni, der bei der päpstlichen Grabung 11 Jahre zuvor genau an dieser Stelle arbeitete. Er schildert der Wissenschaftlerin die Umstände von damals. Kein Archäologe leitete die Grabung, sondern Prälat Ludwig Kaas. Sie arbeiteten heimlich, nur nachts, damit keine Schaufelgeräusche in den Petersdom drangen. Grabungstagebuch und Belegfotos existierten nicht. Wenige Minuten vor Feierabend entdeckte Segoni in der Graffiti-Mauer eine Nische. Auf Anweisung des Prälaten Kaas barg er die vielen Knochen, die er darin fand, im Licht einer Taschenlampe. Segoni legte die Gebeine in einen Karton und beschriftete ihn. Die beiden deponierten die Kiste in einer Rumpelkammer und vergaßen sie. Der Arbeiter und die Wissenschaftlerin entdecken die Kiste dort, wo sie seit 11 Jahren unbeachtet steht. In diesem Moment ahnt Margherita Guarducci, dies könnten die Gebeine des heiligen Petrus sein. Als Margherita Guarducci die Kiste mit den Knochen öffnete, verlor sie in ihrer Begeisterung nicht die wissenschaftliche Objektivität. Sie übergab die Gebeine einem Anthropologen zur Datierung nach der Radiocarbon-Methode. Laut dieser Untersuchung stammen die Knochen aus der Epoche des heiligen Petrus. Es handelt sich um die Knochen eines älteren Mannes.
Sie zeigen sogar Verletzungen, wie sie bei einer Kreuzigung üblich sind. Und es hafteten Reste eines wertvollen Stoffes daran, die vom Totengewand des heiligen Petrus stammen könnten. Vieles spricht dafür, dass sich der Petersdom, die prunkvollste Kirche der Christenheit, wirklich über dem Grab des Apostelfürsten erhebt. Tief unter dem Hauptaltar, mitten in einem römischen Gräberfeld, fand eine Wissenschaftlerin, was die päpstlichen Archäologen achtlos übersahen. Gebeine, die tatsächlich von Petrus stammen können. Inzwischen wurden sie ehrfurchtsvoll in das Grab zurückgelegt. Zwei Jahrtausende liegen zwischen uns und dem Mann vom See Genezareth. Der in Rom für seinen Glauben zum Märtyrer wurde. Gekreuzigt auf Befehl Kaiser Neros. Ein Mann der großen Gefühle, temperamentvoll und leidenschaftlich. Kein makelloser Superheld, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Petrus, erster Jünger eines geheimnisvollen Galiläers, der eine neue Religion schuf. Missionar, Lehrer und Verkünder der frohen Botschaft, der das Christentum für die Welt öffnete. Als Menschenfischer. Er erkannte den Messias und verleugnete ihn. Er floh und kehrte zurück, um seinen Weg zu vollenden. Petrus, der Fels, Apostel und Zeuge Jesu Christi.